are you running? Why are you running? Moinsen Leute, willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und in der besten Season aller Zeiten hier in The Walking Dead Survivors. Und zwar die Season 10 mit dem Server 20.009, Server 20.015, Server 20.016 und Server 20.013. Nein, ist nicht die beste Season, ja? Also wir warten erstmal ab. Wir gehen heute die Rangliste durch und Freunde, das wird explodieren hier. Ja, also ich habe schon mal reingeluschert, das ist... Okay, ruhig Blut, ja. Wir gehen erstmal kurz auf mein Profil, weil ich habe gesehen, ich habe hier einen roten Punkt und Geschenke erhalten. Ich danke Anugralagi, danke für deine Geschenke, ja. Ich danke auch vor allen Dingen Herr Anonymous, ja, Herr Inkognito, vielen Dank. Dann grüße ich Sandy Lolita, sie hat mir wohl richtig viele, gute Geschenke. Barney Eye, nicht Sold Eye, sondern, Burn Eye. Sold Eye, Burn Eye, okay. Ja. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Er hat mir... Alter Junge, was los mit dir? Das ist ja richtig krass. Vielen Dank. Okay, dann hat mir wieder Anonymous Inkognito was geschenkt. Und natürlich auch Purple, Bisch. Und was ist denn hier los? Gottes Willen. Sandy Lolita und Tony Stark und Kara. Der Rest ist alt. Das ist wunderbar. Vielen Dank für die Geschenke. Meine Fresse. Okay, gut. Also, wir gehen jetzt die Ranglisten durch. Und zwar hier in der Season 10. Und wir fangen erstmal an mit der Macht. Ja, also, ich kann euch sagen, also die Top 20, da sind schon einige Schwergewichte dabei. Die haben richtig viel Geld reingebuddert, ja. Und warum die nicht kämpfen wollen, das wissen wir nicht. 3 gegen 1. So what? Ja, also, Voldemort, mein Guter, du bist gewechselt. 1,3 Milliarden Macht. Du bist Platz 1. Platz 2 ist, glaube ich, Halki. Ihr könnt mich ja gerne in den Kommentaren belehren von Server 20.013. Ich bin aber der Meinung, dass es Halki ist. Ne? Ich habe da noch von Server 20.013 Pin und Halki im Kopf, wie sie Fisch angegriffen haben. Ja. Der schlafende Fisch. Dragon Seal, Biden, Sleepy BRP. Dann haben wir hier Days Gone mit einem Minion. Sieht der Minion aus wie ein Affe? Okay. Chi-Chi-Chi, ich weiß nicht, ob die noch spielt oder aktiv ist. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Skytime, Fisch, Tony Stark, ja, Harry Stark, der Held der letzten Season. Also das Meme, das war echt geil. Ja, eine böse, ja, weiß ich nicht. Ist das ein Hund oder was soll das sein? Auf jeden Fall kann ich nicht lesen. Dann haben wir Audacious. Sorry, Leute. Also, diese englischen Namen hier, ne? Ich habe keine Ahnung. Also, er ist auf jeden Fall auf Platz 12. Lyncha UA, Scorpio, Queen Bee, Surprise, Sugar P, Yuhito, glaube ich, wird das so ausgesprochen. Lochel, Lokal, wisst ihr, Wake, Tyrande. Oh, ich bin schon bei über 20. Sorry, Leute. So weit wollte ich gar nicht gehen. Ah, hier, The Doctor. Geil. Okay, gut. Wo ist ein Pin überhaupt? Spielt Pin hier nicht mehr? Ist er gewechselt oder was ist los mit ihm? Ich weiß es nicht. Oder hat er sich umbenannt? Okay, gut. Also ihr seht richtig viele und richtig starke Spieler. Das ist echt schade, warum sie ihre Macht nicht nutzen und alle gegeneinander spielen lassen. Und okay. Kills. Queen Bee ist hier Killer schlechthin. Das haben wir ja schon im letzten Ranglisten-Check gesehen. Sugar F, Sugar P... Voldemort, Dragon Seal, ich bin unter den Top 1000, ja, ich bin Platz 870, nicht schlecht. Gut, Tony Stark auf 15, wir gehen mal zu Verwundete und Verluste. Harry Potter, also wir haben jetzt hier Harry Stark, ja, Harry Potter und Voldemort. Also wenn ich nächstes Mal einen Ranglisten-Check mache, ja, lasst euch mal besonders gute Namen einfallen. Also das manchmal sind auch gute Lacher dabei. Ich bin hier Platz 999 plus. Thornhall, brauchen wir uns nicht angucken. Das sage ich jedes Mal. Gehen wir weiter auf Combat Survivors. Okay, Sleepy BRP ist auf dem ersten Platz. Und wir gucken jetzt mal, welcher von den Walen schon die Ausrüstung auf Level 70 hat. Oder 80 oder sogar 90. Komm, wir gucken mal. Okay. Sleepy BRP hat die Ausrüstung auf Level 60. Okay, das ist schon mal ordentlich. Fabba de Taco können wir auch mal ganz kurz gucken hier. Level 60, auch nicht. So, Scorpio, glaube ich auch nicht. Doch, hier, 63, okay. Wer könnte denn auch noch so abrupt hochpushen? Ich kenne ja nur Voldemort. Ja, komm, wir gucken mal Voldemort uns an.
Alter Schwede. Wolli, was ist los mit dir? Du, Wolli, im Spiel kann man Goldbahnen versenden, ne? Also wenn du mir ein paar Goldbahnen versendest, könnte ich mir vielleicht auch was Kleines kaufen. Nein, das war ein Scherz. Halleluja, ja? Ruthless Negan mit 3,2 Millionen und die Ausrüstung voll hochgeknallt. Hast du die überall hochgeknallt? Oh, Gottes Willen, Alter. Voldemort, was ist los? Ja, hier auch. Kriegst du die Ambosse geschenkt oder was ist hier los? Ey, Leute, was ist denn hier los? Der hat ja alles auf 90. Hallo? Jesus? Michonne? Yumiko? Ja, ich wollte schon sagen, aber Yumiko fängt auch gerade an, ne? Alter Brudi, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie funktioniert das, ja? Wolli, also, keine Ahnung, ich bin sprachlos. Dragon Seal könnte auch noch mithalten. Wir gucken mal bei Dragon Seal. Leute, Dragon Seal, Jesus, Michonne, Teenager Karl, okay, da fängt er auch an. Meine Fresse, alter Schwede, Warcards. Voldy ist sowieso hier Erster, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Dragon Seal, Tony Stark, Biden kann ich nicht lesen. Wie gesagt, ich denke, es ist Hulk Technologien. Ist Surprise auf Platz 1, das Mastermind, ja. Rekruten, wartet mal. 80. Der Held ist auf 240. Hey Leute, jetzt ohne Witz, ja. Wolli braucht nicht flexen, ja. Ich mach das schon für ihn. Aber wie funktioniert das, ja? Ach du Scheiße, hier auch. Days Gone, bitte nicht. Auch knapp dran, ne? Ja, ey, ich weiß es nicht. Ey Leute, es ist das falsche Spiel für uns. Brauchst du gar nicht angucken. Soul Eye, Tiere. Freunde, also die Tiere werden in den letzten Monaten ganz schön vernachlässigt. Ich bin der Meinung, dass die Devs irgendwas mit den Tieren irgendwann mal vorhaben. Ja, weil der Stillstand hier bei den Tieren, der ist schon zu lange. Ja, da kommt noch was. Ja, merkt euch meine Worte. So, Entwicklungsüberlebende. Gucke ich jetzt nicht nach. Geschenke auch nicht. Charisma. Chi-Chi-Chi. Charisma, es ist das mit den Punkten. Ich habe 183.000. Ey, Leute, bringt mich mal zu 6 Millionen. Das wäre doch geil. Ja, eine Challenge. Eine Challenge bringt Zultai auf 6 Millionen. Ja, cool. Leute, also die Season, ihr habt es gesehen. Wir sind total überrascht hier alle. Das Video geht jetzt schon richtig lange. Und eigentlich wollte ich nur ein kurzes Video machen. Aber was hier los ist... Ich weiß es nicht, ne? Ihr könnt ja mal gerne die Rangliste nehmen, euch nochmal angucken, zurückspulen, pausieren und könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch in eurer Season viel Spaß. Ob ich oder wir Spaß haben werden, ich weiß es nicht, ja? Ich hoffe natürlich, dass... Ja, also ist doch kein Kindergarten, ja? Mensch, ihr seid alle aufgelevelt und aufgepowert, was heult ihr da rum? Kämpft alle gegeneinander, Mensch. Meine Fresse, ey, das weiß ich nicht. Das ist doch ein Kriegsspiel hier, ne? Und irgendeiner wollte mir was von Diplomatie erzählen und so, manche sind Spiel und kein echtes Leben hier, ne? Ah, nee, okay, gut. Ich danke, dass ihr zugeguckt habt. Und, ach so, übrigens, wenn ihr noch bis zum Schluss durchgehalten habt, ja, meine Content-Creator-Belohnungen, also ich pick mir wieder Kommentare raus mit eurer Ingame-ID und was Nettes, keine Ahnung, ja, und ich versende die wieder oder beziehungsweise ich nehme mir dann die Kommentare raus und die bekommen dann jeweils wieder ein Pack, ne, auf der Seite Giftpack für 11,99 €, und ja, schreibt eure ID, was ihr haben möchtet und irgendwas anderes und ja, seid gespannt, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen, schöne Woche, viel Spaß beim Türme bauen und zerstören. Nächste Woche müssen wir die Nebel aufdecken. Ja, bis dahin erstmal euer Soul Eye.